Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio Dingens-Dingstausch. Ja, wo ist der hier gelatscht? Der hat ja gerade mal wirklich eine richtig weite Tour unternommen. Okay. Warum? Ich meine, hier ist doch Kohle. Reicht doch. Wie auch immer. Ja, wo wir dann schon mal so weit hier oben sind, latsche ich dann jetzt mal in Richtung der Kohle. Ich halte hier von den... Ich habe ein bisschen Angst, so ein bisschen Abstand halte ich immer sicherheitshalber von diesen bösen Viechern auch. Naja gut, ich muss auch nicht mitten durch den Wald gehen andererseits. Okay, ich muss doch mitten durch den Wald gehen. Mal gucken, ob ich da durchkomme. Ja, geht eigentlich ganz gut. Ja, so viel dazu. Ja, ob Garda wohl auch in der Fabrik was gemacht hat oder ob der einfach nur wollte, dass ich jetzt hier nicht so viel mache und deswegen mich hier irgendwo hinterlassen hat. Ja, dann hake ich mich halt durch, ne? Wenn ich jetzt sonst nicht schaffe, dann funktioniert das ja immer noch. Und ja, so kommen wir mal weiter. Bis hier zu unserem großen, großen Kohlefeld. Und wie ich sehe, forscht Garda wohl auch schon an der Batterie. Das ist wirklich gut, denn die brauchen wir ja auch. Mal gucken, ob Garda hier irgendwie nützliche Sachen mitgenommen hat, wie zum Beispiel Solarpanel. Nee, ne? Er hat nur ein paar von diesen Abbaugeräten, aber halt irgendwie nichts, was Strom macht. Das ist doof. Aber gut. Hier ist Kohle. Hier ist sogar irgendwie sehr, sehr, sehr viel Kohle. Ja. Den können wir auch nicht bauen, weil wir kein Eisen dabei haben. Also nicht genügend. Das ist irgendwie ein bisschen frustrierend. Also ich finde, da hätte Garda ruhig ein bisschen was einpacken können. Wir können jetzt auch die großen Powerpoles bauen. Allerdings haben wir ja keinen Stahl dabei. Auch doof. Was ist denn hier das nächste Eisenfeld? Da oben. Ist weit weg. Ja, blöd, schade. Also, so können wir hier irgendwie wenig anfangen. Ne? Ich wäre schon irgendwie jetzt praktisch zu wissen, was dabei gewesen wäre. Ich würde sagen, so lange holen wir die entsprechenden Ressourcen mal ran. Bin ich auf dem richtigen Weg noch? Ja. Und zwar brauchen wir, müssten wir hier oben wahrscheinlich wir können einfach direkt Solarkollektoren hinbauen. Und dann alles darauf laufen lassen. Das heißt, dann müssten wir nur die mitnehmen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich hauptsächlich jede Menge Stahl. Und ja. Gut, das wäre die Alternative zu sagen, ne? Wir bauen ja, da ist ja ein See, da ist ja Wasser, da könnte man auch ein Kohlekraftwerk hinbauen, aber eigentlich finde ich es jetzt cooler zu sagen, wir bauen das nur da und dann lassen wir die ganze Kohle da einfach in Kisten liefern, da muss man halt leider ab und zu mal da hochlatschen, um den Krams da runter zu holen, ne? So, wie weit habe ich denn noch? Ja, schon noch ein Stück. Ich hätte ja eben diese auch vor, diese Tour zu machen, mal nach oben, aber ich wollte ja Zeug mitnehmen. Ein bisschen doof, dass Mister das nicht gemacht hat. Naja, gut. Also jetzt gucken wir mal, wie schnell wir denn hier ein paar Solarkollektoren zusammen bekommen, die wir dann wieder mitnehmen und gucken, ob wir es überhaupt schaffen, in einer Folge ja einfach nur hoch und wieder runter zu laufen. Das ist natürlich auch ein bisschen ungünstig. Für dieses Format, dass wir das nicht schaffen. Und so laufen wir gemütlich durch die Wälder, sahen den Bäumen dazu. Hier ist schon Herbst, hier rechts, ne? Links ist noch Sommer. Da sind schon mal die nördlichen Ausläufer unserer Fabrik, alles klar. Und dann schauen wir mal, was haben wir hier? 4 Stück. Ja, das ist natürlich irgendwie nicht viel. Naja, die packen wir auf jeden Fall mal ein.
Zwei können wir dann noch bauen. Dann haben wir nicht mehr genügend elektrische Schaltkreise. Dann nehmen wir davon also auch noch welche mit. Dann können wir nochmal vier bauen, alles klar. Das ist ja schon mal ein Anfang. Dann brauchen wir von diesen Strommasten einige. Packen wir mal ordentlich ein. Dann natürlich diese Geräte. Hiervon haben wir einstecken. Und wir brauchen Kisten. Gut, Kisten können wir aus Holz bauen, da haben wir genug. Dann brauchen wir noch Inserter einige. Haben wir hier noch 21. Das ist eigentlich schon eine ganz gute Portion. Ich nehme sicherheitshalber, die braucht man sowieso früher oder später. Das schadet nicht, davon mehr mitzuhaben. Dann haben wir eigentlich, hoffe ich, alles, was wir brauchen, um da ein bisschen auf die Pauke zu hauen, ein bisschen Kohle uns zu holen. Ja, das wird jetzt wieder ein langer Spaziergang. Für euch natürlich super spannend hier durch die Walachei in Richtung unseres neu entdeckten Kohlevorkommens. Gucken, ob wir noch irgendwas bauen können, was wir auf dem Weg brauchen. Also wir brauchen auf jeden Fall Kisten. Kann ich mal zwei bauen. Dann Solarkollektor haben wir, können wir auch nicht noch mehr bauen. Das müsste auch erstmal reichen. Und ja, wir haben vier Abbaugeräte. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist halt ein Anfang. Ne? Irgendwo muss es halt losgehen. Ja, guck ich mal, ob wir noch im richtigen Weg sind. Ja, sind wir. Einfach nach oben. Und ein bisschen schräg. Hier nochmal, habe ich hier Steine gefunden? Ja, habe ich Steine gefunden, okay. Ja, wir gehen unten am Wald vorbei. Langsam wird es dann Nacht und schön hell dunkel. Dann können wir nicht mehr so viel sehen, dafür werden die Videos kleiner vielleicht. Naja, wobei, werden die? Ich meine, es ist ja eigentlich immer noch genauso viel zu sehen, nur halt nicht. Also es ist noch genauso viel da, es ist nur zu dunkel. Ja, wenn jetzt die Monster die ganze Zeit noch angreifen würden, also wäre ich doch ganz froh, dass wir hier diesen Peaceful Mode genommen haben, weil wenn das jetzt noch dazukommen würde, ja, das wäre jetzt wirklich, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Also, sich dann hier jetzt mal hochzukämpfen, dann mit diesem kleinen Rest von Kohle da unten klarzukommen, das wäre vom Spaßfaktor, glaube ich, dann doch ein bisschen sehr übertrieben gewesen. Okay, ja, dann fange ich mal an, den Kram hier aufzubauen. Also die vier Abbaugeräte, die wir hier haben. Ist ja jetzt auch nicht super viel, aber es ist halt ein Anfang. 1, 2, 3, 4. Und wir freuen uns darüber, dass eine Forschung fertig ist. Dann kommt das Ganze nach hier. Und dann machen wir das so, dass das später hier dann ein Bahnhof hinkommt. So, und dann bauen wir nämlich hier so die Kisten hin. Und die Inserter davor. Dann kommen, ja, machen wir erstmal den Strom und dann gucken wir mal, wo wir sowieso abgedeckt haben. So. So. Ja, gucken wir mal, wie gut wir damit hinkommen. Ja, tatsächlich, die Produktion von den 10 Solarkollektoren reicht aus, um hier, das meine, das ist jetzt natürlich noch eine kleine Kinderproduktion mit gerade mal 4 Minen. Aber immerhin, da kommt in Zukunft unsere Kohle her. So, was brauchen wir als nächstes? Batterien, die wären natürlich schon echt super nützlich. Das muss ich ja nun so sagen. Was wäre noch nützlich? Habe ich eben gesagt. Genau, diese Öfen wären noch nützlich, aber dafür brauchen wir noch diverses anderes.
Also würde ich sagen, ist wahrscheinlich schon eine gute Idee. Wir fangen erstmal an. Ach ja, wir müssen zur Eisenbahn kommen, auf jeden Fall. Was hatten wir hier eben? Was hatte ich hier eben offen? Weiß jetzt auch nicht mehr. Eisenbahn würde jedenfalls bedeuten, erstmal Motor und dann würde es schon zur Eisenbahn gehen. Das wäre jetzt, denke ich, das Richtige. Ja, wo das jetzt hier schon mal läuft und hier schön die Kisten voll macht. Ah ja, packen wir ruhig uns nochmal die Taschen voll, bevor wir uns auf dem Rückweg in unsere Fabrik machen. Zong, zong, zong. Zong. Und dann laufen wir wieder runter. Natürlich laufen wir so im Wesentlichen jetzt den ganzen Rest der Folge einfach nur nach unten. Das ist, wie schon erwähnt, ein bisschen schade. Wir können uns allerdings demnächst vielleicht auch ein Auto bauen, falls wir es nicht mit dem Zug so schnell schaffen. Bei dem Zug, der Zug hat natürlich den Nachteil, dass wir ja nicht nur die Schienen verlegen müssen, sondern dass wir auch noch, umgekehrt, dass wir nicht nur den Zug bauen müssen, sondern dass wir auch noch die Schienen verlegen müssen. Das ist der Vorteil vom Auto. So, jetzt ehe ich hier gleich wieder im Wald hängen bleibe. Das war keine geschickte Route, die ich hier gewählt habe. Die kann man aber auch nicht so gut erkennen auf der Karte. Man sieht, dass hier es hier dunkler ist. Aber das könnte ruhig ein bisschen besser hervorgehoben sein. Ja, wenigstens müssen wir keinen Strom da hochlegen. Das ist schon mal. Wobei das nicht so schwer ist. Also mit den großen Strommasten braucht man natürlich einiges an Stahl für, aber die Kosten sind relativ gering. Also es wäre jetzt, es wäre nicht so ein Drama, den Strom da hochzulegen. Das ist was anderes als die Eisenbahn. Das wird uns deutlich mehr Ressourcen gleich kosten, da die ganze schleppen. Das müssen wir natürlich dann auch automatisiert bauen, die Schienenproduktion und so. Dafür wäre es natürlich auch wieder richtig nützlich. Wir hätten die nicht nur die Schienen generell, sondern dazu zu den Schienen diese, was soll ich sagen, die Roboter, dass man das schnell baut. Ja. Aber gut, man kann es auch manuell bauen. Ist halt ein bisschen anstrengender. So, was macht die Welt hier? Wir haben immer noch hier ordentlich Kohle verbraucht. Das ist immer noch im Weg, denn wir brauchen hier deutlich mehr Kohle, als wir haben. Wieso können wir die nicht erforschen? Was fehlt uns dafür? Ach so. Alles klar. Erforschen wir als Logistik 2, kein Problem. Das heißt, wir brauchen ja, logischerweise mehr Solarpanel. Schmeißen wir hier noch mal ein bisschen was rein. Um unseren Kohleverbrauch zu senken, bis wir wieder Neues haben. Ja, und so lange würde ich sagen, kommt dann hier noch eine Kiste hin. Da kommt dann noch eine Kiste hin, hier irgendwo, wo wir Strom haben, also hier vielleicht. Und die, ja, so viel dazu. Kommt die Kiste halt nach dahin. Kiste. Und da kommt dann die ganze Kohle rein, die wir eben mitgebracht haben. Damit wir wieder ein paar Eisenplatten bekommen. Okay, und an der Stelle muss ich mich dann schon wieder von euch verabschieden und an Gada übergeben. Dann wünsche ich euch viel Spaß bis zum nächsten Mal und hoffe, wir sehen uns nicht gleich wieder mitten in der Walachei. Wieder zumindest nicht ohne sinnvolle Ressourcen in der Packung zu haben. Tschüss.